Hallo und herzlich willkommen zurück zu Diablo. So, wir sind vor dem Katakomben Level 3. Wir haben hier den Portalstein gefunden für Level 2. Das heißt, es geht weiter runter. Ist das gleiche Spiel, die gleiche Session. Also dürften wir jetzt hier eigentlich durchkommen, ohne dass wir auf irgendwelche Widerstände stoßen. Und da hier Streikzeit ist, im Sinne des 1. Mai, haben wir auch keine großen Probleme generell durch das Level zu kommen. Offensichtlich, denn es war alles nicht sehr aufwendig. So, wir nehmen vielleicht den schwachen Mana-Trank tatsächlich mit. Ich habe nämlich einfach nur 3 hier mitgenommen. Achso, wir gucken nachher noch auf die Items. Ich habe die identifiziert, aber wir haben gar nicht drauf geschaut. Und ich habe mich gerade verlaufen. Toll. Wo sind wir? Sind wir hier? Ja, doch, hier sind wir richtig. Genau, wir gucken nachher noch auf die Items, damit wir da auch auf dem richtigen Weg sind. Schön immer drauf gucken. Das wollen wir. Das sollten wir selbst dann machen, wenn wir sozusagen nicht alle tragen können. So. Nun aber genug. Toll, ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Das ist echt unglaublich. Ja, dann muss ich jetzt hier noch quasi entertainen, während wir einfach hier um die Ecke laufen. Andariel dürfte entweder im nächsten oder im übernächsten Level kommen, glaube ich. Aber das ist halt auch schon ein Stück her. Ich glaube, es ist tatsächlich das übernächste Level. Ich bin echt nicht in der Lage, hier durchzunavigieren. Das ist echt ein bisschen traurig. Es tut mir leid. So, da müssen wir runter. Dann durch die 2 Türen und dann sind wir auch schon da. So, dann geht's weiter. Mal gucken, wir werden das Level erkennen, weil es sieht halt einfach, ja, sehr interessant aus, sehr speziell. Das ist es noch nicht, also wird es wahrscheinlich das nächste oder vielleicht sogar das übernächste sein, je nachdem. Wie ich das im Kopf habe. So, das braucht man nicht, das ist Schrott und ja. Players sind auf 8 nach wie vor, da ist schon der Abgang für später. Ganz gut. Champion, die Verbannten. Oh, hier haben wir schon einen Tomportal, das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. Aber gut. So. Infizierter. Okay. Mache ich hier überhaupt mit? Ja. Gut. Irgendwo macht hier irgendwer Feuerexplosion. Das sind diese komischen Champions und ich komme nicht durch, weil die so schnell hin und her racen. Das heißt, wir müssen uns ein bisschen darauf verlassen, dass unsere Skelette das schon hinbekommen werden. Gott, ich mache überhaupt keinen Schaden. So. Dann hoffe ich ja, dass die genug Schaden machen, um sich selber zu schädigen. Und wir vielleicht irgendwie... Können wir irgendwie mitmachen? Ich sehe momentan nicht wie. Weil hiervon nehmen die nahezu keinen Schaden. Können wir eigentlich nur fluchen. Können wir nur fluchen und zumindest mal ein paar Skelette nachholen. So. Das haben wir. Dann brauchen wir noch 2 von den normalen. 4 haben wir ja jetzt. Dieser Feuerball, den wir machen, diesen Explosionsball, den konnten wir als Magier auch im normalen Diablo, aber mittlerweile können wir es leider nicht mehr. Ja, weil wir eben kein normaler Magier sind. Das ist ein bisschen schade, dass man nicht mehr die Sprüche verwenden kann von einem normalen Magier, aber auf der positiven Seite unterscheiden sich natürlich... Oh, ein grünes Item. Unterscheiden sich natürlich auch die Klassen. Das kommt nicht aus dem Spiel, das Geräusch, ne? Okay, das hört man jetzt wahrscheinlich nicht, aber hier fliegt gerade ein Helikopter über meine Wohnung und das ist ein bisschen unschön. Dachte gerade, ich habe ein komisches Geräusch im Spiel, aber naja. Hört man vielleicht später, wenn ich gerade da geredet habe, dass es sich ein bisschen merkwürdig anhört. Tut mir leid, kann hier nichts machen. Ich habe jetzt hier keine Flugabwehrraketen irgendwie obendrauf, also insofern muss man damit wohl klarkommen. Hier in der Nähe ist ein Krankenhaus. Höre ich in der Regel nichts von, also auch keine Krankenwagen und sowas, aber wenn es mal irgendwas ganz Schlimmes ist, dann fliegt halt ein Helikopter drüber. Kann man nur hoffen, dass der Person, die da jetzt drin ist, nichts passiert ist. So, eine... Also, ihr würde irgendwas passiert sein, aber dass man ihr helfen kann. So, eine grüne Kappe. Ein Set-Gegenstand. Sehr schön. Da gucken wir drauf, sobald wir oben sind. Aber jetzt geht es erstmal weiter. Wir gehen mal in diese Richtung, würde sagen. Und das ist erstmal ganz gut. Cool. Okay. Den wird ja irgendwer umnieten. Schlüssel, den nehmen wir doch mit. Die kann man ja immer verkaufen, ne? Immer wenn 12 voll sind, dann verkaufe ich sie. Oh, das wäre jetzt schon der Fall gewesen. Und dann nehme ich halt die nächsten Stacks sozusagen. Ja, machen wir hier mal auf. Mal gucken, hier ist ein bisschen mehr los. Nicht so viel. Ja, leer, wollte ich gerade sagen, wie im letzten Level. Aber stelle fest, dass das doch wieder der Fall ist. Lidierter Saphir, das ist schön. Ja, diese Typen, die hängen halt hier immer irgendwo rum. Das scheinen, wie gesagt, die einzigen zu sein, die hier irgendwie arbeiten. Die sind aber auch sehr langsam. Vielleicht müssen sie ein bisschen nacharbeiten deswegen. Weil sie nicht so schnell sind. So.
War da gerade eben ein Diener? Ja, hier ist Stachelhauer. Stachelhauer. Den wollen wir doch mal umhauen. Leider haben wir keinen Stachel, mit dem wir ihn umhauen können. Höhöhö. Ich könnte auch sagen, verdumm. Psst. So. Offensichtlich mache ich keinen großen Schaden, ne? So, der hat Steinhaut. Das heißt, der hält ein bisschen mehr aus. Und irgendwie kann ich auch den Fokus nicht auf ihm halten, sodass ich sein Leben sehe, weil er hinter dieser Mauer so komisch steht. Oder weil diese Kettenhandschuhe da sind. Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir das jetzt nicht so gut sehen können. So. Sie greift da hinten irgendwas an. Okay. Mal die Truhe auf. Den blauen Speer, den nehmen wir mit. Bett. Natürlich. Das kannst du. Musst du nur anders sortieren hier. So. Wollte gerade schon sagen, so viel haben wir doch gar nicht eingesammelt. Den Schwachen nehmen wir nicht mit. Schwache, schwache, schwache. Ja, alles Schrott. Schriftrolle, Stadtportal. Ja, von mir aus. Leichter. Den Leichten nehmen wir mit. So, Gold. Gold ist immer gut. Darunter gehen wir später. Ich dachte, ich hätte einen Schädel gehört, aber das war wohl falsch. So, gucken wir erstmal in diese Ecke, weil ich glaube, dass hier sowieso schon die Ecke vom Dungeon ist. Und dann brauchen wir dann später nicht so weit zurücklaufen. So. Und nehmen diesen Ring natürlich auch mit. Ist ja nicht nötig, dass wir jetzt andauernd unnötige Wege machen. Ein bisschen effizient kann man ja schon durchaus mal durchgehen. Der Ghoul dürfte gleich down sein. So, schwere Stiefel. Sind die eigentlich... Haben wir schon, ne? Wir haben schon schwere Stiefel. Das heißt, die brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr. Oh Gott, dieser blöde Speer schluckt so viel Platz, dass wir schon fast voll sind. Mal gucken, wie viel wir noch finden. Wir werden sehen. So. Dieser Raum ist sehr uninteressant, muss ich sagen. Oh, da war eine Truhe drin. Dann ist er doch nicht so uninteressant, wie ich dachte. Ausdauerelixier brauchen... Ja, können wir eigentlich mal eben wegtrinken, ne? Dann haben wir ein bisschen mehr Ausdauer. Ist ja ganz okay. So, okay. Wir gehen mal diesen langen Gang hier entlang. Und kommen dann wahrscheinlich... Wobei, waren wir gerade hier in diesem kleinen Raum? Oder in diesem großen Raum vielmehr? Ich glaube nicht, ne? Da gehen wir mal eben rein. Weil da sieht es ja durchaus interessant aus. Da ist eine Jägerin drin. Ein paar Zombies oder Ghule. Ich glaube, der Unterschied zwischen Zombies und Ghulen ist, dass Zombies reanimierte Leichen ist. Oh, verdammtes Grommler. Den wollen wir mal weghauen, bevor es wieder zu Problemen kommt. Ich komme nicht weg, weil... Okay. Ich hänge fest. Das Problem ist, meine Monster blockieren mich. So, ich erkläre gleich den spannenden Unterschied zwischen Ghoulen und Zombies, wenn ich in der Lage bin, hier zu überleben. So, wir hatten sowas wie ein Knochenschild. Das können wir mal eben aktivieren. Und wir haben keine Monster mehr. So. Okay. Also irgendwie hat er jetzt gerade hier irgendwas heftig reingehauen. Jetzt kommen wir hier aber auch wieder weg. Das ist ganz gut. Denn unsere Monster sind gerade ein bisschen down gegangen. Das wäre jetzt schon fast kritisch gewesen. Gut. Machen wir uns mal wieder kurz voll. Zombies sind reanimierte Leichen und Ghule sind, glaube ich, so eine Art, Tote, die irgendwie böse waren oder sowas. Auf jeden Fall irgendwelche Leichenfresser, also eher dämonisch, meine ich zumindest. Das kommt jetzt natürlich auch aus einem, ich meine, ist ja alles nichts Reales, ne? Kommt natürlich jetzt auch aus einem Rollenspiel-Background, je nach dem Rollenspiel, was das sozusagen verwendet, wird es natürlich anders dann erklärt, ne? So, vielleicht nehmen wir mal was anderes, nehmen wir mal Schwächen. Und verwenden das mal. Könnte besser helfen. Und dann gucken wir mal, ob wir hier ein bisschen Schaden anrichten können. Oh Gott. Da ist echt was Starkes unterwegs. Ist nicht so gut. So, wir brauchen auf jeden Fall wieder Skelette. Und so viele Leichen liegen hier auch gar nicht mehr. Die da kann ich aus irgendeinem Grund nicht verwenden. Achso, aus dem Grund, dass ich nicht mehr genug Mana-Tränke habe. So. Okay. Wir müssen uns anders positionieren, wenn wir diesen Grummler da töten wollen. Ah, er macht auch Blitzschaden. Das ist natürlich auch blöd. So, ich glaube, er ist down. Nochmal zwei nach. Und ja, mal endlich ein Kampf, muss man ja sagen, der tatsächlich ein bisschen mehr Konzentration erfordert. Ich glaube, das war jetzt hier auch noch nicht so häufig der Fall. So. Ja, also wie gesagt, da gibt es ja verschiedene Rollenspielerklärungen und das ist, glaube ich, eine.
Ich glaube, das kommt aus DSA, aber ich bin mir nicht so sicher. So, okay. Das hätten wir erledigt. Hier höre ich irgendwas hacken. Hier sind noch Skelette vor mir zugange. Ich weiß gar nicht, wie die da so schnell hingekommen sind. Ich brauche Mana. Ja, ich brauche Mana. Wir haben es heute aber auch schwer. Ja, jetzt haben wir nicht mehr so viel rein hier tatsächlich. Die sind jetzt gerade durch die neue Stufe, die wir erlangt haben, ein bisschen kräftiger geworden. Die Monster. Und mal gucken, wie es bei Andaria aussieht. Also man kann ja fast sagen, dass der erste Akt von Diablo 2 wahrscheinlich so ein bisschen als Tutorial zu sehen ist. Das Spiel ist halt eh ein bisschen einfacher als Diablo 1 und vermutlich kann man das so sehen. So. Ja, die beiden machen wir eben schnell platt, hoffe ich. Weiß ich nicht, wir brauchen auch irgendwie mal was, was ein bisschen mehr austeilen kann. Das wäre ganz schön. Wie gesagt, leider kann man ja die Standardsprüche des Standardmagiers nicht verwenden. Da gibt es natürlich dann wieder Mods, ne? Damit geht das sicherlich. Und man hat dann auch wieder andere Sprüche. Aber die Variation ist halt einfach größer. Man hat halt ganz viele unterschiedliche Charaktere, die sich ganz unterschiedlich spielen. Und später mit ganz mächtigen Monstern werden wir auch nicht so viele Probleme haben. Ich fand immer, dass der Totenbeschwörer sowieso eine recht einfache Klasse war. Gefühlt. Oder sie waren alle einfach. Ich weiß es nicht. Ich habe andere natürlich auch ein bisschen gespielt, aber keine so oft und so viel wie den Totenbeschwörer. Das war mir immer die liebste Klasse. So, schwach, 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 schwach. Da braucht man nichts. Dann können wir mal diesen langen Gang hinunterlaufen. Und mal gucken. Unterarmklimmer kriegen wir nicht mehr rein. Vielleicht laden wir auch mal ganz kurz eben ab. Gehen aber dann direkt und unmittelbar wieder hier runter. So. Machen wir hier. Einfach eben kurz einlagern. Können wir auch gleich mal drauf schauen, was wir gefunden haben. Das ist vielleicht auch ganz schön. Das habe ich nämlich jetzt hier hingelegt. Das ist einmal diese robuste Rüstung der Dornen mit verbesserter Verteidigung. 24 Angriffe erleidet Schaden von 3. Macht aber nur 14 Verteidigung, also ist dann halt eher zum Verkaufen. Das übrigens haben wir noch aufgehoben. Das war die alte Rüstung, die wir vorher hatten. Die macht 7 zu Leben, 4 zu Mana. Im Gegensatz zu der hier, die 5 zu Mana macht und Lichtradius. Die repariert Haltbarkeit. Hat ein bisschen mehr Verteidigung, deswegen haben wir sie. Wir haben diesen Gürtel. Der macht immerhin Verteidigung 3 im Gegensatz zu 2. Der hier macht immer mehr Ausdauer und Giftstärke reduziert. Angriffe erleidet Schaden. Könnte immer noch besser sein. Behalten wir mal. Kältewiderstand von Eve auf dem Helm. Ja, da ist unser jetziger natürlich besser. Das Teil verkaufen wir auch einfach. Und ja, 2 Adlerkugeln, 6 zu Leben, Eisblitz und 2 zu Eisrüstung. Und Mana kann aber eben leider nur die Zauberin nutzen. Und dann haben wir hier noch 10% schnellere Erholung nach einem Treffer. Für den Druiden. So. Dann gucken wir doch gleich mal eben drauf, was wir jetzt haben. Nein, nicht bei Varif, sondern bei Kane. Dann schmeißen wir das kurz weg und gehen wieder runter. Und gucken mal. Was? Ja, so. Wir haben 1 zu minimalen Schaden auf dem Säbel. Oh, ah ja, Infernus Schädel. Kappe. Alle Widerstandsarten plus 10. 20 erlittener Schaden geht auf Mana. Das ist ganz interessant eigentlich, ne? Verteidigung 3, das ist nicht so cool. Ich glaube, das ist tatsächlich was für Zauberer oder für Totenbeschwörer. Wer weiß, Infernus Zeichen und Fackel gibt es auch noch. Ich glaube, das ist das erste Set-Item, was wir uns mal anziehen. Ist ganz nett. Giftwiderstand plus 6%, nicht so interessant. 1 bis 7 Blitzschaden und Blitzwiderstand plus 5% hier auf dem Speer. 5 zu Mana und 50% Schaden an Untoten, 1 zu Eifer, ist halt nur Paladin. Was haben wir hier? 36 zu Angriffswert oder 35. Leben wieder auffüllen plus 3. Ja. Das heißt, das Leben regeneriert schneller, sozusagen. Und der Angriffswert steigt. Ich weiß gar nicht, ob sich der Angriffswert auswirkt, sozusagen, auf unseren, ja, unser Zauberwert, sozusagen. Da bin ich mir unsicher. Müssten wir mal kurz einen kleinen Blick werfen, tatsächlich. Ach so, ich habe vergessen, dass dieses Menü hier buggy ist. Das ist ein bisschen blöd. Ja, wenn man da wechselt, dann kann man hier unten nicht mehr klicken. Dann läuft da irgendwie. Aber es gibt nur 3 Seiten, also man kann in die Richtung. Insofern können wir da alles sehen. So, Magieabsorption, Widerstand, Lichtradius ist eher uninteressant. Und in die Richtung hier. Angriffsgeschwindigkeit, dann werden wir mal kurz gucken. Wenn wir jetzt das Ding anziehen, ändert sich gar nicht. Okay. Und sehen wir hier irgendwas? Ja, gut, die Energie geht runter. Ansonsten sehe ich da ehrlich gesagt gerade optisch zumindest keinen Vorteil. Das lassen wir mal. So, sonst haben wir nur diesen Giftstärke-Gürtel, der reduziert ein bisschen um 25% und das war's. So, wir schmeißen das eben kurz da in die Kiste und dann gehen wir wieder runter.
Und dann machen wir das Level mal weiter. Das machen wir, glaube ich, in einem Rutsch, weil so viel ist das jetzt auch nicht. Ne? So, okay, da sind wir wieder. Ich werde jetzt tatsächlich mal hier den, ja, Knochenkäfig, diese Knochenrüstung anmachen. Das habe ich immer sträflich vernachlässigt, weil brauchte ich bis jetzt nicht. So, wir haben diesen Zauber hier, den wollte ich noch zeigen. Habe ich noch gar nicht drauf geschaut. 5% extra Gold vom Monster. Gut, den werden wir verkaufen, wenn wir das nächste Mal oben sind, aber solange wir ihn quasi dabei haben, nehmen wir ihn halt auch in Anspruch und verwenden ihn. So, okay. Das ist aber halt von Monstern, ne? Also nicht sozusagen hier aus Kisten oder sonst was. So, dann können wir auch gleich die Klinge identifizieren. 1 bis 8 Blitzschaden für Assassin. Schön. So, okay. Weiter im Text. Heilige Kugel einfach brauchen wir nicht. Dann werden wir mal die eiserne Jungfrau wieder nehmen. Und gehen mal weiter in diese Richtung auf jeden Fall. Leichter Mana-Trank nehme ich gerne mit. Den guten kleinen Schild, der ist sockelbar auch. Warum nicht? Gehen wir weiter in die Richtung? Da kommen wir... Ne, wir gehen erstmal da hoch. Aber die Tür mache ich eben auf. So. Oh, okay. Eine Gargoyle-Falle. Gut, die können wir nicht verfluchen. Das ist ja ein Gegenstand sozusagen. Da müssen meine Monster mit klarkommen. Aber er hier kriegt den kleinen Fluch, der Ghoul. Diese Ghoule sind ganz schön zäh. Tatsächlich. Passt ja auch, ne? So lederige Dinger. Oh, der erste echte Mana-Trank, den wir, glaube ich, jetzt haben. Kein leichter mehr, sondern ein echter Mana-Trank. Wurde den jetzt einsortiert? Da. Sieht man kaum, aber es gibt einen Unterschied. Der hat zwei Striche oder ist ein bisschen größer und der andere ist ein bisschen kleiner. Den packen wir uns mal hier hin an irgendeine prominente Stelle. Der heilt dann ein bisschen schneller. So. Regenerationstrank, okay. Gute Unterarmklinge brauchen wir jetzt nicht. Okay. Gold, 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 Gold. Nehmen wir noch einen Mana-Trank. Okay, also wir kommen jetzt in Regionen, wo wir einfach bessere Tränke bekommen. Ja. Das ist gut. So, hier, ja, gibt es natürlich keine Tür. Das heißt, wir müssen nochmal kurz hier um die Ecke. Denn da war noch was zum Aufmachen. Da wollen wir ja zumindest gucken, ne? Guck hier, da kommt schon Smaragd raus und wenn das dann verpasst, ist ja auch blöd. Und dran noch ein Rubin. Einen Rubin gibt es auch noch. Das ist doch schön. So, okay, keine Kiste, nix. Gut. Unser Lichtradius ist gerade so ein bisschen niedrig. Irgendwie habe ich das Gefühl. Aber... das kann auch an mir liegen. Oder wir hatten eine Kappe, die das ein bisschen erhöht hat. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf der positiven Seite spart das Videomaterial sozusagen. Weil alles, was schwarz ist, das muss nicht gerendert werden. Dann geht es schneller. Aber die Videos sind eh recht klein, die wir aus Diablo rauskommen. Also es ist jetzt nicht so, dass das riesige Videos werden, weil ist halt ein altes Spiel, ne? Und die einfache Grafik, die zahlt sich dann da sozusagen aus. So, okay. Wir müssen hier einmal runter. Okay, nichts Interessantes. Und hier waren wir schon. Das bedeutet, wir gehen jetzt diesen langen Gang hier runter und dann da hinten in die Ecke und gucken mal, was wir da noch finden. Und dann schauen wir mal, wenn wir einen weiter runter gehen, ob wir dann eventuell schon auf Andariel treffen könnten. Wir werden es sehen. So, wir könnten eigentlich auch hier durchgehen und diesen Gang hinunter. Müssten wir hier lang? So. Und dann ist da hinten ja auf jeden Fall noch eine Menge Zeug. Guck mal, da sind auf jeden Fall noch Ghule. Mir fehlt so ein Massenspruch einfach irgendwie. Irgendwas, womit ich so Massenvernichtung machen könnte. Das wäre echt ganz nett. Aber er hat nichts dergleichen. Das ist ein bisschen schade. Zumindest nicht, soweit ich weiß. Das ist, glaube ich, Tee hier, ne? Giftexplosion hätten wir. Auf den Kadaver. Wir haben natürlich die Kadaverexplosion. Vielleicht sollten wir die einfach öfter nutzen. Dass wir die uns hier vorne drauflegen. Das geht aber nicht. Leider. Die können wir uns nur da hinten hinpacken. Wir können das ja mal machen. Ein kurzer Kampfbogen.
Na, ist jetzt wieder die Frage, ist der gelb oder ist der gold? Ich glaube, er ist gelb. Und dadurch sozusagen gar nicht mal so interessant. So, wo haben wir denn die Kadaverexplosion? Die habe ich da vorne, also auf den Tasten. Die habe ich nämlich jetzt auf F2 und das ganze Flugzeug habe ich da hinten, was ein bisschen blöd ist, weil dann muss ich mal hin und her switchen. Aber das kriegen wir hin. Ich denke, das kriegen wir hin. So, genug davon. Dann gucken wir mal. Flüche können wir leider nicht auf die Taste packen. Bisschen schade. So, und die Reichweite vor der Kadaverexplosion ist jetzt natürlich auch nicht so extrem. Vielleicht lege ich mir die Tasten noch ein bisschen anders. Na, eine Falle. Okay. Die hat aber nicht mich getroffen, sondern irgendeinen meiner Lakaien, die freundlicherweise den Schaden für mich annehmen. So, Schlüssel, Gold. Her mit dem Gold. Und hier gucken wir auch noch rein. Knallelixier, ja, das nehmen wir mit. Warum nicht? Das, das. Hier mal kurz in den kleinen Raum gucken. Immerhin, ein Topaz. So. Achso, das ist kein Raum, das ist nur eine Nische, da hätten wir auch durchgehen können. War mich hier schon? Ich glaube nicht. Ich bin halt jemand, der gerne irgendwie alle Bereiche dieses Levels immer abgrast und alles sammelt. Das gehört halt zu Diablo auch dazu. Und ja, da sozusagen gerne alles ablootet. Wobei ich jetzt nicht jeden Schrott hier mitnehme. Das würde ich machen, wenn ich im Singleplayer so alleine spielen würde. Also ist ja Singleplayer, aber ich meine jetzt im Sinne von, ja, nicht vorspielen würde sozusagen. Aber das würde hier einfach viel zu langwierig sein. Wenn wir jetzt sozusagen jeden Schrott mitnehmen, der ein bisschen Geld bringt, dann sind wir hier pro Level irgendwie einfach, weiß ich nicht, eine Stunde länger beschäftigt am Ende, weil ich 10-mal hochrennen muss. Und das will keiner. Ich auch nicht. Und ganz ehrlich, man hat auch eigentlich keine Zeit für sowas. Man hat eh genug Geld am Ende, das ist gar nicht nötig. Ne? Man macht es halt aus reiner Gier. Weil man in dem Spiel eine entsprechende Gierstufe hat und ja. Aber eigentlich braucht man das nicht. So, dann gucken wir mal, wann der erste hier umfällt. Und dann können wir ja die Kadaverexplosion mal nutzen. Und hoffentlich ein bisschen Schaden machen. Ist hier irgendein... Nee, ich dachte, dass hier vielleicht irgendwer wäre, der sozusagen Diener ist und damit auch ein Bossmonster. Hier ist er so ein Mini-Boss. Aber das war nicht der Fall. So, auch eine effektive Möglichkeit zu streichen. Kann man sich mal merken. So, okay. Ich glaube, mit Fluchen sind wir noch mit am besten bedient tatsächlich, weil unsere Monster machen eigentlich den meisten Schaden. Oh, das sieht ja schön aus hier. Hier ist Gold. Gold und eine Art Schatzkammer. Ja, damit. Das nehmen wir gleich an uns. So, Monster sehen gut aus. Alles kein Problem. Hier ist nur so... Das sind Diener, ne? Ja, das sind Diener. Das heißt, hier ist Schlammhorn der Unheilige. Der sozusagen auch relativ schnell down gehen sollte. Hoffentlich. Wir werden mal gucken. Können wir irgendwas explodieren lassen? Können wir. Aber das war es dann auch schon wieder. So. Er lebt aber noch. Das heißt, wir können hier mal mit drauf. So. Ja, das weiß gar nicht. Macht das so viel Schaden? Ist das so effektiv jetzt gerade auf der ersten Stufe, auf der wir das haben? Ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht ist es effektiver, wenn wir selber mithelfen. Ein gelbes Krummschwert. Ach Gott, ja. Dann identifiziere doch mal das. Das ist übrigens gelb und nicht unique. Das haben wir schon identifiziert. Das muss nicht. Verdammt. Na gut, haben wir es halt verbraucht. So, das trinken wir eben. Das packen wir mal hier hin. Das können wir eigentlich auch wegtrinken. Ja, das trinke ich auch weg. Ich hätte es auch einfach wegschmeißen können, ne? Weil es bringt gerade eh nichts. Aber ich will das Schwert mitnehmen. Ah, okay. Das brauchte nicht. Zwei Slots. Na gut. Dann nehmen wir das so mit und gucken mal kurz drauf. Das macht 12% erhöhten Schaden, 27 zu Angriffswert, 1 bis 3 Feuerschaden extra, 5 abgesaugtes Mana pro Treffer, Monsterheilung verhindern und... oder vermindern. Nee, verhindern. Verhindern. Das ist gut. Plus 1 Mana nach jedem Volltreffer. Das ist tatsächlich was für eine Magierklasse. Gar nicht so schlecht, finde ich. Teufel? Ja, Sense Teufel. 10 bis 19 Einhandschaden. 33 benötigte Stärke. Das wäre tatsächlich was, was vielleicht interessant wäre. Wenn wir mal selbst ein bisschen mit austeilen wollen. Was vielleicht ganz nett wäre. So, und der Bogen, wenn wir schon dabei sind, macht schnelle Angriffsgeschwindigkeit. 10% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit. 30, nein, 35 erhöhten Schaden. Also Prozent und 2 zu maximalen Schaden. 59 zu Angriffswert und 1 bis 2 Kälteschaden. Dafür bräuchten wir Geschicklichkeit und Stärke. Es wäre
gar nicht so uninteressant, als Fernkämpfer dann auf den Bogen zu gehen, aber auf Geschicklichkeit zu skillen ist jetzt halt der komplett falsche Weg. Wenn wir dann auch noch zusätzlich Stärke benötigen würden, dann würden wir einfach viel zu viel in den Bereich stecken, womit wir sonst wirklich nichts anfangen können und unsere eigentliche Profession sozusagen so vernachlässigen, dass wir gar nicht mehr effektiv sind. Dann sind wir so ein Allrounder, der eigentlich nicht viel kann. In der Gruppe kann man das vielleicht machen, wenn man jetzt so mit anderen Leuten spielt, aber ich glaube, wenn man jetzt hier alleine spielt, dann muss man einfach in einer Sache zumindest gut sein. Selbst wenn das Spiel jetzt nicht so hart ist. Aber ja, man sollte sich halt auch nicht schlechter machen, als man ist. Diese blöden Leben und Toten, die sind ja auch unangenehm. Wenn die jetzt mit diesen Geistern zusammenkommen, die Mana stehlen, dann ist das natürlich ganz ekelhaft. Achso, hier ist noch so ein kleiner Ghoul. Na gut. Immer mal so einen schwachen Mana-Trank zu uns. Ein bisschen auffrischen. Hier ist noch eine Tür. Aber die führt nur... Nee, hier waren wir noch nicht. Genau. Hier sind nämlich noch Gegner. Da waren wir noch nicht. Da wollen wir hin. Ja, dieses Schwert finde ich aber interessant. Und vielleicht ein bisschen auf Stärke zu stecken, ist sowieso nicht unbedingt der falsche Weg. Da werden wir sicherlich auch später noch ein bisschen was brauchen. Dann machen wir es halt ein bisschen früher. Ne? Dann werden wir zwischendurch vielleicht ein paar Probleme haben. Weil wir dann für die jeweilige Stufe zu wenig haben. Also von Leben oder von Mana oder was auch immer. Also Vitalität wahrscheinlich hauptsächlich. Aber ich glaube, das können wir ausgleichen durch unsere Monster. Sodass es nicht so stark ins Gewicht fällt. Und können das tatsächlich machen. Müssen wir nur mal gucken, wie viel wir haben. Ich glaube, nicht so viel, ne? 22 und wir bräuchten... Ja, 33. Also das wären locker 3 Level. Ja. Und das muss man halt auch erstmal erreichen. Das nächste haben wir zwar bald. Aber es ist noch ein Stück weg. So. Laufe ich richtig? Das ist die Frage. Ich glaube schon. So, einmal verfluchen. Aber momentan reißt halt der Knochenspeer wirklich nicht so viel. Den hatte ich auch ein bisschen mächtiger in Erinnerung. Was aber auch daran liegen mag, dass ich ihn halt irgendwann ausgebaut hatte. Und jetzt ist er auf Stufe 1, ne? Also, dann mag das halt daran liegen. So, vielleicht bauen wir den mal aus. Was bringt das eigentlich? Wenn wir mal gucken hier. Das bringt uns auf jeden Fall 27 bis 36. Die Mana-Kosten steigen. Im Gegensatz übrigens zu Diablo 1, wo dann mit einem gesteigerten Spruch die Mana-Kosten ja teilweise auch fallen. Wenn ich das richtig im Kopf habe zumindest. Ist ja auch schon wieder fast ein paar Wochen her. Ja, aber das ist so bei dem Feuerball zum Beispiel. Da geht das dann runter. Da kosten die dann weniger. Und die kann man da ganz schön spammen. Also diesen Standard-Firebolt halt, ne? So. Gut, hier gibt es ein bisschen Gold. Und, ja, also wenn wir den jetzt steigern, dann müssten wir halt auch ein bisschen mehr auf Mana setzen, ne? Irgendwann. Ich weiß jetzt gar nicht, waren wir da oben in der Ecke schon? Da müssen wir noch hier nochmal kurz gucken, weil ich weiß nicht, ob wir da exakt waren. Geguckt haben zumindest hier. Ich glaube ja. Damit hätten wir das. Und können uns sozusagen dann dem nächsten Level widmen. Und auch gleich mal eben hoch, weil wir sind ja schon wieder voll. Aber wir haben ja, glaube ich, jetzt alles identifiziert, was wir zu identifizieren haben. Aber wir gucken jetzt mal eben kurz runter, was uns im nächsten Level hier erwartet. Denn es könnte sein, dass das schon Andariel ist. Ich weiß es halt nicht mehr so genau. Das nehmen wir eben kurz mit. Ja. Noch eine Truhe? Nein. Okay. Gucken wir mal eben. Katakombe Level 4. Okay. Okay. Also hier ist sie noch nicht, wenn ich das richtig sehe. Wobei, Moment. Doch. Doch, scheint mir so zu sein. Questlogbuch sagt, vernichten Sie Andariel. Gut, das heißt, wir hätten jetzt Andariel vor uns. Das ist aber eine Sache, der wir uns das nächste Mal widmen werden, weswegen ich jetzt eben kurz in die Stadt gehe. Ich lagere kurz ab und wir sehen uns dann beim nächsten Mal beim Kampf mit Andariel. Dann erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss.